Hallo Afobs, herzlich willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Dirk. Ich bin der Sebastian. Der Sebastian. Tja. Ja, und der Sebastian, das ist der Designer des Planetariums des Astronomen. Ja, wir haben uns gedacht, wir laden dich mal ein und machen wir mal so einen kleinen Entwickler-Talk. Und du erzählst uns mal so, wie es dazu gekommen ist und ja, was so die Herausforderungen waren, die Schwierigkeiten und... Das bringt mich auch gleich schon zum ersten Thema. Was war denn, oder beziehungsweise anders da angefangen, wir hatten ja damals, der Leuchtturm ist ja von einem anderen Designer designt worden und Sebastian hat das dann übernommen und wir haben ihm dann einfach mal so gesagt, so, ja, das muss so aussehen wie der Leuchtturm, das muss dazu passen, mach mal. Wie war das denn für dich? Ja, es ist nie ganz einfach, den Stil und die Arbeit von jemand anders einfach weiterzumachen. Ich habe als erstes einfach mal versucht rauszufinden, was ist das, was das Set optisch ausmacht. Das ist in dem Fall ganz klar die Felsen. Die haben ihren eigenen Stil, die sind verwinkelt in alle möglichen Richtungen. Habe ich versucht, möglichst nah am Original zu bleiben. Habe mich dann auch noch bei einigen Details, wie zum Beispiel den kleinen Möwen oder den Lampen, die auch im anderen Set untergebracht waren, immer mal wieder. Ja, die Farbgebung habe ich beibehalten. Und ansonsten habe ich mein eigenes Ding gemacht. Ja, es ist auch also wirklich gut gelungen. Wir hatten das ja schon in anderen Videos über den Leuchtturm gestellt. Es passt dazu. Es sieht aus wie aus einem Guss. Wir hatten damals uns auch eine Lore dazu ausgedacht, also was das, wohin wir damit wollen überhaupt, ne? Weil der Leuchtturm, das war ein richtig cooles Set, ja? Der stand eine ganze Weile für sich allein und dann haben wir uns überlegt, was kann man denn damit noch machen, wo könnten wir denn hin und haben uns halt, wie gesagt, eine Hintergrundgeschichte dazu ausgedacht und die haben wir dann miteinander besprochen, also der Niklas, du und ich, wir haben da zusammengesessen und haben gebrütet, was wir da für coole Ideen machen und umsetzen könnten und da ist einiges bei rumgekommen. Sag mal so, also das Planetarium und die Sets, die da noch kommen werden, weil dabei bleibt es natürlich nicht. Ich hatte das auch in einem anderen Video schon mal angeschnitten. Hoffen wir, dass euch das über Jahre hinweg Freude bereiten wird. Also wir haben da noch einiges auf der Pfanne. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da kommt einiges. Ne? Und es werden alles solche, so diese Größenordnung, ein bisschen größer, nicht größer, größer nicht, ein bisschen kleiner vielleicht das ein oder andere, aber so in dieselbe Kerbe wird es hauen. Und dann könnt ihr euch da ein Riesendiorama draus bauen. Das ist der Plan. Da haben wir natürlich gesagt, okay, wir brauchen ein Planetarium. Und das ist ja auch ein Merkmal von dem Leuchtturm. Der hat ja diesen Mechanismus mit dieser Falltür, ne, wo dann innen drin dieses Kreuz und drückst drauf und dann ist es auf einmal eine Treppe. Und das ist was ich glaube ich zumindest, dass das auch wichtig ist für euch, dass ihr sagt, ja, diese kleinen coolen Details, diese kleinen Technikfunktionen und so, das ist total abgefahren, das finden wir super klasse und dementsprechend haben wir auch versucht, dass, beziehungsweise du, wir haben es nicht versucht, du hast es einfach gemacht. Ja. Wir haben hier ein funktionierendes Planetarium drin, also das blenden wir vielleicht jetzt auch mal ein. Ein Mechanismus, ein freiliegender Mechanismus mit kupferfarbenen Teilen, weil wir uns das so vorgestellt haben, dass das halt so Schönes altes Kupfer und dann gibt es da dieses Windrad und das war, sollen wir sagen, ach komm, 5 Minuten Ruhm, das war Ollis Idee. Also unser Teamleiter Olli, der hat die Idee mit dem Windrad gehabt und dann kann man das drehen und dann bewegt sich da innen drin, das blenden wir mal ein. Und ja, also wir haben einige Vorgaben gehabt und dann haben wir gesagt, ja mach mal. Und eigentlich war es nur, wir hätten gerne ein Planetarium und den Rest hast du gemacht. Ja. Eigentlich ja. Wie kamst du denn da drauf? Ich meine, die Idee hier mit dieser Höhle die da und dieser Weg, der sich da durchschlängelt, ich meine, es hätte auch ganz anders aussehen können, aber warum so? Die Grundidee war einfach, dass ich was wollte, was zwar sehr ähnlich ist dem Leuchtturm vom Stil her, aber trotzdem eine eigene Handschrift hat. Deswegen habe ich mich darauf konzentriert, nicht in rechten Winkeln zu arbeiten, wie es hauptsächlich beim Leuchtturm gemacht ist, sondern mit... Hier ist meinetwegen ein Achteck drin, hier ist ein Zehneck verbaut und solche Sachen, dass ich einfach ein bisschen mehr Form reinbringe. Der Weg hat sich mehr oder weniger von selber ergeben, weil man irgendwie von hier unten nach da oben muss. Und nur mit Treppen wollte ich nicht arbeiten. Deswegen. Du sagst das jetzt so einfach, man muss irgendwie von da unten nach da oben. Das muss man aber erst mal hinkriegen. Also man landet hier unten auf diesem Steg an, dann geht man irgendwie unten rein. Und geht hier durch, kommt hier hinten hoch, geht hier. Hier durch die Tür, über eine Brücke da drin, über eine Brücke hier,
da drin durch, über eine Treppe hier hoch und dann ist man oben. Genau, dann kommt man hier raus. Also das, man könnte diesen Weg tatsächlich nachverfolgen. Also das ist wirklich der Hammer. Ja, finde ich klasse. Also du sagst es so, als ja, war ja, geht ja nicht anders. Ne? Ja. Also das muss man aber auch erstmal hinkriegen, dass das auch so funktioniert. Ich habe viel ausprobiert, muss ich sagen. Also ich habe viel probiert mit, wie gesagt, anderen Formen, mit Farbunterschieden zwischen dem Grau vom Felsen und gerade dem Rot von dem Gebäude, dem Grün von den Pflanzen, dass man so eine Einheit hinkriegt, dass es aussieht, als wäre das alles in den Felsen gebaut, damit es nicht aussieht, als wäre es ein Felsen und obendrauf haben wir ein Haus gesetzt, sondern integriert. Das wollte ich erzeugen. Genau, dass das ein bisschen organisch miteinander verwoben ist. Gewachsen aussieht und nicht einfach nur aufeinander gestapelt. Ja, und dieses in den Fels integriert, das ist ja, das bringt mich ja auch, ich sehe hier schon, da blitzt es ein bisschen raus. Beim Leuchtturm, wisst ihr ja, da gab es ja diese Ruinen, auf die der gebaut ist. Und das hast du auch hier wieder aufgegriffen, diese Ruinen. Man sieht es, man kann es nicht so auf den ersten Blick erkennen, aber hier drinnen, na, da kann man es sehen, in den Fels hinein, da hat irgendwer irgendwann mal irgendetwas gebaut, das dann verfallen ist und darauf hat der Astronom dann halt sein Planetarium errichtet. Das hat er ja auch schon beim Leuchtturm so gemacht. Das haben wir hier weitergeführt. Also es gibt dort den ein oder anderen Bereich, der tatsächlich noch aus grauer Vorzeit stammt. Und hier zum Beispiel ist es, sollen wir es verraten, was es ist? Ich denke, das können wir schon. Ja, das können wir verraten. Das ist ein, kann man auch noch ein Bild machen. Ein Mausoleum, das oder? Oder eine Krypta? Eine Krypta, würde ich sagen. Eine Krypta. Mit einem Sarkophag drin. Genau, also das blenden wir auch mal ein. Man kann das also hier schön alles modular abnehmen. Ihr kennt das vom Leuchtturm. Ich glaube, das hast du hier sogar noch ein bisschen weitergetrieben. Der Leuchtturm, das kann man beide auseinandernehmen. Also es gibt im ganz untersten Teil eine Höhle. Dann gibt es die Krypta. Diesen Bereich hier, den Wohnbereich und oben ist die Terrasse. Also im Endeffekt kann man es bis ganz unten abnehmen. Und also es ist wirklich ein Knaller da unten in dieser Höhle. Da ist so ein bisschen so ein kleiner Goldschatz drin. Keine Ahnung, wo der herkommt, ob der angeschwemmt wurde. Er ist halt noch drin. Der Bewohner hat es gesammelt. Es gibt auch einen Bewohner. Oder sind das die Überreste? Ich glaube, es sind nur noch die Überreste. Ja. Der bewohnt schon sehr lange. Bewohnt dauerhaft. Ja, bewohnt, genau, Dauermiete. Hier oben drin hat er, glaube ich, eine kleine Werkstatt. Und, das ist die Werkstatt für die Teile vom Planetarium. Genau, und das Schöne ist, er hatte auch eine Werkbank. Und auf dieser Werkbank steht auch noch so ein kleiner Planet, den er noch nicht fertig hat. Der gerade angemalt wird. Es ist ein Knaller. Also wir haben hier wieder versucht, überall, oder beziehungsweise wir haben dir gesagt, worauf du achten müssen. Du hast es gemacht, also das ist dein Ding. Ne? Du hast... Es ist Wahnsinn. Also wie wir den Entwurf gesehen haben, den ersten, wir waren hin und weg. Also es ist Wahnsinn. Also echt, ich bin absolut begeistert von dem, was du da geschafft hast. So viele Details. Und ich meine, es ist ja eine Sache hier draußen, den Stein und so weiter. Das ist schon schwierig genug. Aber das dann auch so zu machen, dass das von beiden Seiten, also auch von der Innenseite, schön aussieht und genauso detailverliebt ist, das ist wirklich, also ich bin echt beeindruckt. Das ist ein Wahnsinns-Set geworden. Und, ist auch groß. Es ist auch groß, ja. Es hat 7.000 300 Teile. Ist eigentlich mehr als wir. Wie viel haben wir gesagt? 6,5 wollen wir maximal. Weniger. Ja, und dann kamst du, glaube ich, damit um die Ecke und dann haben wir gedacht, alles klar, 6,5, da können wir uns von verabschieden. Ja, das ist auch sowas, wo man dann immer abwägen muss. Sagen wir ihm jetzt, nee, er muss nochmal anfangen und keine Ahnung, wir schneiden hier oben das ab und machen es hier unten hin und es gibt kein weiteres Häuschen mehr oder ziehen wir es einfach durch. Und hier haben wir uns dafür entschieden, es durchzuziehen, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt das Planetarium meinetwegen hier reinmachen und hier oben ist gar nichts mehr, wird es blöd aussehen. Ja, das wäre dann vielleicht immer noch ein cooles Set und hätte euch vielleicht auch Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das bessere Set und da kam dem die Entscheidung zugute, dass wir einfach nach oben korrigiert haben, was die Teileanzahl angeht. Ja, ja und ich weiß es ja, aber vielleicht interessiert euch das ja auch nochmal. Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht? So ab dem Zeitpunkt, wo du das
das größenwahnsinnige Briefing gelesen hast, bis ja, zu dem Punkt, wo du dann quasi den ersten Entwurf uns abgegeben hast. Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es sind so 4 bis 6 Wochen gewesen. Ja, ich glaube auch. So in etwa. Natürlich kommt da noch jede Menge Nacharbeit, die Aufteilung in die Bauschritte, die Fehlernacharbeitung und so weiter und so fort. Also das ist nicht die endgültige Zeit, aber ich würde sagen, für den ersten Entwurf waren es so 4 bis 6 Wochen. Also das ist ja tatsächlich auch so, wir haben das ja in Milestones unterteilt, also die erste Entwurfsüberprüfung. Das ist dann ab dem Zeitpunkt, beziehungsweise der Designer kriegt das Briefing, das haben wir ja schon mal in einem anderen Video besprochen, und dann gibt er den ersten Entwurf ab. Bis dahin hat man das natürlich schon mal gesehen und drüber gesprochen, guck mal, stimmt so die Richtung ungefähr. Und das hat tatsächlich, ging das relativ flott bei dem. Zackig, ja. Und dann geht's halt los, ne? Wenn das so weit ist, dass man sagt, okay, das finden wir schon total geil, bestellen wir einen Prototyp, dann warten wir, bis der Prototyp kommt. Das geht relativ schnell, die kommen mit Luftpost, also das ist ungefähr 1-2 Wochen später schon da, dann bauen wir das auf und dann wird dann notiert, na okay, das funktioniert nicht so gut, das schwebt, da hat er einen Fehler gemacht zum Beispiel, das hängt in der Luft, das ist nirgendwo festgemacht oder so, sollte sagen, kommen auch vor, in dem Fall jetzt nicht, aber... Doch, eine Fliese war. War eine Fliese. Skandal. Ja. Also kam doch vor und dann muss er dann nochmal nacharbeiten und dann werden zwischendrin auch immer nochmal die Farben geändert, weil man dann am fertigen Modell siehst du dann, okay, ja, das kommt in der Farbe nicht gut, lass es uns lieber irgendwie in einer anderen Farbe machen, dann macht man das. Und wenn dann am Ende alles passt, dann bestellen wir die finalen Teile, dann musst du auch die Anleitung machen, weil dann ändert sich nichts mehr. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal ein riesen Batzenarbeit, oder? Das dauert mit den ganzen Drehpfeilen, mit den Farbkodierungen, weil hier ist relativ viel braun und dunkelbraun drin, was wir ja immer schön kodieren, damit man es auseinanderhalten kann. Das ist nochmal ordentliche Arbeit hier. Also ich habe irgendwann mal von einem Kollegen, ich glaube es war der Pascal, gehört, dass das Set zu bauen nur oder zu entwerfen nur 50% des Aufwands ausmacht, die anderen 50% gehen locker für die Anleitung drauf. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass es sogar noch mehr ist. Mit der ganzen Nacharbeit, was noch alles zu tun ist nach dem ersten Entwurf, das wahrscheinlich sogar noch mehr ist. Ja, und auch das aber, Bauschritte zu unterteilen, das ist auch nochmal aufwendig. Ja, das mache ich allerdings, also das macht ja jeder Designer, macht das, glaube ich, anders für sich. Ich persönlich mache das einfach so, wenn ich das Design so weit stehen habe, dass ich zufrieden bin, dass die anderen auch zufrieden sind, dann baue ich das Ganze digital nochmal komplett von Grund auf neu und dann direkt in Bauschritten. So habe ich... Es gibt andere, die machen das genau andersrum, aber ich komme damit irgendwie ganz gut zurecht. Ich hätte jetzt gedacht, man nimmt es dann irgendwie auseinander und kopiert dann einen Teil hier rein und einen anderen Teil da rein. Nee, tatsächlich. Nee, also ich nehme dann die Datei, mache per Ausschneiden unten die Platten raus, nehme sie in die andere Datei und baue ich es einfach um von der einen Datei. Okay. Bis auf da nichts mehr übrig ist, dann ist alles auf der anderen Seite. Ist mir jetzt auch neu. Also ja, aber wie gesagt, die anderen, die ich kennengelernt habe bisher, die machen das andersrum, aber... Ich glaube, jeder findet so seine Möglichkeiten. Am Ende ist es nur wichtig, dass es funktioniert. Und ich denke, es funktioniert. Ja. Sonst hätten wir es auch nicht aufbauen können. Also ihr seht, mit genügend Ausdauer lässt es sich bauen. Und und es ist auch ziemlich hoch geworden, würde ich sagen. Gell? Ja, ich habe immer mal wieder die Kritik gekriegt, dass es genauso hoch ist wie der Leuchtturm. Ja. Ist es aber nicht. Nee, ist es nicht der Leuchtturm? Der Leuchtturm ist eine Möwe höher. Ich wollte es gerade sagen, der Leuchtturm ist genau eine Möwe höher. Oh, jetzt habe ich ihr den Fuß abgemacht. Aber die sitzt hier irgendwie beim Leuchtturm, sitzt die ganz oben drauf. Und das ist exakt die Höhe, die der Leuchtturm das Planetarium überragt. Aber trotzdem. Das kam leider nicht bei jedem gut an. Viele von euch haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, das kann ja gar nicht sein. Der Leuchtturm, der muss ja alles überragen und hin und her. Unsere Idee war... Der Leuchtturm stellt die Spitze einer Landzunge dar und muss dementsprechend nicht höher sein als die Gebäude, die eben landeinwärts mehr oder weniger stehen. Aber wir haben auf euch gehört. Wir haben gedacht, okay, ihr wollt das höher haben, ihr kriegt es höher. Wir haben das in anderen Videos schon angekündigt. Es gibt ein Aufstockungskit für den Leuchtturm. Das wird auch gar nicht so viel kosten. Ich weiß jetzt gar nicht, was es kosten wird. Ist egal, ihr seht es ja dann im Shop. Ist aber ein recht kleines Set, hat irgendwie nur wie viel? 300 Teile. 300 Teile so rum. Und damit könnt ihr quasi den Turm und nur den Turm um ein
Ringelement, also ein Stockwerk erhöhen. Und dann ist der Turm ein Stockwerk und eine Möwe höher, ja, und ja, überragt dann auch ganz sicher alles andere, weil bei den Briefings für die Sets, die dann noch kommen, haben wir größten Wert drauf gelegt, dass keines mehr höher wird als der Leuchtturm. Ja, ja, das Planetarium, das war ja eigentlich auch dein erstes Projekt bei uns, glaube ich, oder? Ja, das war genau mein erstes Projekt. Sind wir voll in die Volle gegangen, würde ich sagen. Oh, ja. Was hast du dir denn so, was ist dir durch den Kopf gegangen, als wir gesagt haben, so, okay, Sepp, jetzt machst du mal ein kleines Set für uns hier, 7000 Teile Planetarium. Bau mal ein Planetarium? Genau. Naja, also erstens mal, ich habe mich gefreut, ich baue gerne große Sachen. Mein zweiter Gedanke war, was ist eigentlich ein Planetarium? Ich kenne nur das, bei dem ich mit meiner Tochter ab und zu bin. Das ist ein großer, runder Raum mit einer Kamera unten drin und das erschien mir nicht irgendwie so passend für den Astronomen. Deswegen habe ich mir überlegt, was könnte man da anders machen, wie könnte man ein Planetarium darstellen, dass es zur Zeit passt, zum Stil passt, vielleicht auch noch eine Funktion bietet. Bin dann darauf gekommen, dass sie eine Sonne, um die sich Planeten drehen, um die sich Monde drehen und solche Sachen. Ja, also eigentlich war das der Kernpunkt. Ich hatte, die Idee war grundsätzlich, eine Fläche zu finden, auf die ich dieses Planetarium setzen kann. Alles, was unten drunter war, war eigentlich nur der Ständer. Und ja, der sollte ja auch noch was aussehen. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür, dass es nur ein Sockel ist, ein Ständer, ist es dann doch sehr schön geworden. Und zu diesem Sockel gibt es ja auch, eigentlich ist es ja eine Besonderheit, muss man ja sagen. Du kehrst ja die Baurichtung auf einmal um, ja, sodass du hier quasi, geht es auf einmal von unten nach oben. Ne? Ja. Also da zeigen die Noppen nach unten und die Unterseite nach oben, dass das Ding liegt quasi offen. Also es ist schon... Das hat aber eigentlich einen relativ einfachen Grund, weil es gibt deutlich mehr verschiedene Slopes, also Dachziegel, die nach oben gehen, welche, die andersrum gehen. Und da dreht man es halt einfach mal um. Und dann, wenn man es umdreht, hat man mehr Möglichkeiten, zum Beispiel hier mit so einem 1x4-Brick oder solchen Sachen, kann man mehr verschiedene Formen zeigen, die sonst so nicht möglich wären. Ja, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Und du hattest ja, glaube ich, damals irgendwie erwähnt, war es ein Planetarium, das, was ihr da beschreibt, das ist doch gar kein Planetarium, und hast dann auch uns tatsächlich gesagt, wie heißt der Typ, der das erfunden hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Also soweit ich weiß, ist es Laplace gewesen, irgend so ein Franzose. Und da hast du noch irgend so eine nette Anekdote erzählt, irgendwie, dass er das, für wen er das gebaut hat? Das war wohl für irgendeinen König. Aber ich weiß nicht, ob das das Modell selber war oder die Idee dahinter. Dass er es gebaut hat und der König ihn darauf angesprochen hat, dass Gott da drin nicht vorkommt. Und er da gesagt hat, dass der dafür nicht nötig wäre. Deswegen ist er auch hier nicht drin. Genau, ich wollte gerade sagen, deshalb, also wir liefern dieses... Wobei, er hat natürlich einen Kontrollraum. Er hat einen Kontrollraum, das könnte man eventuell, da kann man jemanden reinstellen, aber wir liefern Gott nicht mit. Nein. Also der ist nicht im Set enthalten, vielleicht kommt er irgendwann mal als Minifigur. Nein, das machen wir nicht. Aber das bringt mich auch gleich schon zum nächsten Thema. Der Astronom, der wird kommen als Minifigur. Ja, wir haben schon drüber gesprochen, oder? Wir haben mal kurz, genau, können wir es mal angesprochen. Ja. Also wir haben auch drüber beraten, was könnte denn, oder wer könnte denn mit dem Astronomen da alles auf der Insel wohnen. Und da wird es sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein Minifigurenpaket zugeben, wie ihr das auch kennt aus, also bei den Piraten, haben wir das schon? Bei den Mittelalter-Sets für die Burg Bärenfels, da werden wir jetzt auch Minifiguren-Pakete entwickeln und hier wird es auch eins dazu geben. Wann das kommt, das kann ich euch nicht sagen, aber wir haben sowohl für dieses Set als auch für alle weiteren haben wir uns überlegt, was könnte da jeweils dabei sein, und da werden wir euch coole Minifiguren entweder schon in die Sets reinpacken oder eben nachliefern. Bei dem ist es noch nicht mit drin, so viel kann ich schon mal sagen. Weil das steht jetzt schon vor der Tür, mehr oder weniger. Also es dauert gar nicht mehr lang, bis das da ist. Und das war zeitlich nicht mehr machbar. Aber bei allen anderen wird es so sein. Und da wird es dann, was haben wir gesagt, wen wird es alles geben? Den Astronomen. Den Astronomen. Seinen einen Mechanisten, glaube ich. Haben wir. Eine Haushälterin. Eine Haushälterin. Ein Butler. Und seinen Assistent haben wir noch. Ja, sein Assistent war noch. Also es wird... Da haben wir Ideen. Genau, also wir haben, es sind noch ein paar mehr, glaube ich. Also wir haben da schon noch ein paar coole Ideen. Also
ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mir das Set angucke und freue mich, dass es so schön geworden ist. Und du sitzt da jetzt auch schon am nächsten Set, das auch ordentliche Größe hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das, sollen wir das spoilern? Das nächste Set ist ja quasi, der wohnt da ja nicht. Ne? Also der, das ist ja quasi sein Arbeitsbereich. Und irgendwo muss er ja aber wohnen. Ja. Hier ist zwar eine Wohnung drin, ja, aber das ist die von dem Mechaniker, der genau, da arbeitet. Genau, richtig. Der, ne? Also das ist quasi hier so der Gesindetrakt, ja, mehr oder weniger. Es wird dann aber im nächsten Set, ich weiß gar nicht, ob wir das schon angekündigt haben, wird es um den Wohnbereich gehen, wo er denn quasi sich zur Ruhe bettet, seinen Mittagstee zu sich nimmt oder seinen 5-Uhr-Tee, ist ja gar nicht mehr Mittag, Nachmittagstee. Das Herrenhaus. Die Aussicht genießt. Die Aussicht genießt. Und das Herrenhaus, kann ich euch sagen, steht dem Planetarium in nichts nach. Im Gegenteil. Also da bist du, hast du dich auch, also das da war schon ein Knaller, als wir das gesehen haben. Aber als wir das Herrenhaus gesehen haben, also freut euch. Es wird Großartiges, kündigt sich an. Es wird phänomenal. Wo nimmst du diese Ideen her? Da. Dieser Detailreichtum, ne? Ich habe es ja schon gesehen, wir verraten nicht so viel, aber ich habe es ja schon gesehen, auch hier, dieser Detailreichtum, mal irgendwo hier ein Fässchen hinstellen, das kriege ich jetzt auch noch hin, aber das, was du da aus dem Ärmel schüttelst, das ist ja, das übertrifft das ja bei Weitem. Ja, aber ich finde, das ist bei Sets wichtig. Also die Details machen das, sind das, was ein Set lebendig macht, was ein Set ausmacht, finde ich, in meinen Augen, das überall was los ist, dass man auch beim 5. Mal angucken noch irgendwelche Punkte findet, genau, die man noch nicht gesehen hat. Das ist das, was für mich immer wichtig ist beim Design, dass ich auch für mich selber, dass ich neue Sachen ausprobiere, dass ich neue Ideen reinbringe. Und das ist halt einfach auch mich als zum Design neu überrascht und ich nicht einfach immer nur das Gleiche runterarbeite, weil da habe ich dann selber auch irgendwann keinen Spaß mehr dran. Also das ist klar. Irgendwann verliert man dann auch die Lust. Aber wie gesagt, also ich bin absoluter Fan vom Planetarium und absoluter Fan von allem, was da noch kommt. Und ich bin zuversichtlich, dass euch das genauso gut gefällt wie uns und dass ihr da genauso viel Spaß habt wie wir. Das hoffe ich doch. Auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe auch, dass euch der Designer-Talk mit dem Sebastian Spaß gemacht hat, dass ihr dadurch jetzt ein bisschen ein paar Hintergrundinformationen erfahren habt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat. Schreibt uns auch in die Kommentare, falls wir was vergessen haben, falls wir über irgendetwas nicht gesprochen haben, wo ihr sagt, ja mein Gott, jetzt haben sie ja darüber gar nicht gesprochen, das hätte ich jetzt aber unbedingt noch wissen wollen. Oder falls ihr noch Ideen habt. Oder falls ihr noch Ideen habt. Ganz wichtig, haben wir ja schon in vielen Videos immer wieder gesagt, die Kommentarfunktion, nutzt die bitte rege, schreibt uns da rein, was ihr denkt, und auch, was ihr gerne hättet und euch wünscht, weil das ist für uns eine ganz wichtige Informationsquelle. Und wir haben ja schon gesagt, da kommt noch einiges und da könnte noch die ein oder andere Idee mit einfließen vielleicht. Ja, und damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt und nichts vergesst, am besten abonnieren und die Glocke. So, und jetzt habe ich, glaube ich, auch nichts vergessen, oder? Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ich denke fürs Erste. Gut, cool. Würde ich sagen, Noppensteine kann man nie genug haben. Absolut nicht. Demnächst gibt's mehr, denke ich auch. Macht's gut. Ciao.